Und nachdem in der letzten Folge Marcel Reich-Ranicki mich dann doch, ja, halb K.O. in der Ecke fast hat verhungern lassen, konnte ich mich befreien aus seinen Fängen. Und bin jetzt wieder für euch da, endlich. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr in den Gehörgängen wehgetan. Und ja, wir werden jetzt hier wieder, so wie wir es kennen, Zauberwald. Nee, Zaubersumpf unsicher machen. So, Moment. Ich weiß gar nicht, wo man hier anfangen soll, wo man aufhört. Es ist so viel zu holen hier. So viel zu erledigen. Es ist gerade ein bisschen überfordernd, finde ich. Wow, ja, ja, da dürfen wir nicht rein. War schön aufgemacht. Gefällt mir wieder sehr gut. Oh, und da haben wir wieder eine etwas größere Aufgabe vor uns. Ist das der Bürgermeister? Spyro, ein freundliches Gesicht. Ein Haufen übler Diebe hat die Zündkerzen geklaut. Und ich sitze hier fest. Bitte hol die 4 Zündkerzen zurück. Sofort. Ich lass mal wieder einen Schluck trinken. Es ist so warm hier gerade, das geht gar nicht. Ich kann auch kein Fenster aufmachen, sonst würde man das hören. Dann würden die Straßengeräusche hier aufgenommen. So. Lecker. Gola. Vier Zündkerzen. Okay. Moment. Ah, da war noch ein Leben. Ich glaube fast, wir pendeln uns mittlerweile so ein. Bei 27, 28 Leben. Was ja gut ist. Ach, von den Viechern hier, alles klar. Ah, cool. Oh, jetzt werden hier aber, na, alle Elemente bedient. Nein! Oh, das war eng. Nein! Wow! Hilfe! Nein! Verdammt, Flix, das Viech. Sollte es aber auch für ein Känguru sein, natürlich. Na, jetzt bin ich an der dämlichen Kante hängen geblieben. Sehr geil. So, eins haben wir. Eins Zündkerze. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt die 5. oder 6. Folge, glaube ich, schon von dieser Session. Ehrlich gesagt, ich möchte das Spiel auch ganz gerne mal demnächst, also in den nächsten Tagen, irgendwann mal in den nächsten 1-2 Wochen durchbekommen, weil ich die neuen Projekte anfangen möchte. Da habe ich voll Lust drauf. Muss ich sagen. Ganz ehrlich.
Ups. Wie soll man das denn machen? Ach du Scheiße. Bevor einer wieder ankommt, nein, ich schaue kein Tales Gaming. Zumindest aktuell nicht und auch schon länger nicht mehr. Was nichts gegen Marco so ist, aber weiß ich nicht, mich interessiert das einfach nicht unbedingt immer, was er macht. Und dann hat er mal wieder aufgehört und dann hat er mal wieder weitergemacht und dann, ich höre doch wieder auf und dann mache ich doch wieder weiter und nee, habe ich keinen Bock drauf auf sowas, ganz ehrlich. Das ist nicht so meins. An sich finde ich ihn total sympathisch, den Kerl. Von so weit, was man jetzt so von ihm kennt, ne, also. Nein! Shit, da hätte ich fast gehabt. Ich habe, glaube ich, insgesamt 1, 2 Projekte von ihm insgesamt geschaut, insgesamt. Für alle, denen das kein Begriff ist, ihr müsst euch jetzt nicht wundern, von wem ich spreche. Tales Gaming ist so einer mit der ersten deutschen Let's Player, glaube ich, gewesen, der relativ bekannt geworden ist. Beziehungsweise relativ großen Erfolg hatte direkt mit den deutschsprachigen Let's Plays. Ich weiß gar nicht, was er zuerst gemacht hat. Irgendwie, ich glaube, das kam auch alles mit den Silent Hill Let's Plays. Oder dem Silent Hill Let's Play, was er gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch total falsche Informationen sagen. Da müsste vielleicht irgendein Tales Gaming Experte mit Doktortitel da mal näher Auskunft geben. Er kann auf jeden Fall lustig kommentieren. Übrigens auch ein Phänomen, was ich absolut nicht verstehe, beziehungsweise ich verstehe es schon, aber wo ich überhaupt keinen Bezugspunkt so finde und was ich auch überhaupt nicht lustig und auch nicht interessant irgendwie finde vom Kommentarstil her, ist der oftmals sowas von total hochgeschätzte und hochgehandelte PewDiePie, ein schwedischer Let's Player, auch sehr erfolgreich. Und der hat eine sehr hektische Art zu kommentieren und ist immer so total überaufgedreht, so aus meiner Perspektive schon sehr gekünstelt, ehrlich gesagt. Da finde ich nichts toll dran, ehrlich gesagt. Und ja, ehrlich gesagt. Ich wiederhole mich heute öfters, Eifelbübsch, ja. Damit es mehr haften bleibt, natürlich. Nein, ja, auf jeden Fall, Professor, gehen wir jetzt sofort hin. Den mag ich auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Ich fühle immer, oh, PewDiePie und der hat das auch gespielt und ha, oh, das ist so toll. Und ich finde da nichts toll dran. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was daran so toll ist. So ein künstlich aufgedrehten, weiß ich nicht, möchte gern Dingens, Bummens, da. Nee, ist einfach nicht mein Fall. Deswegen, ich nenne ihn auch immer gerne PewDiePie. Warum auch immer, aber naja, das ist zum Beispiel auch nicht mein Fall, auch wenn viele ihn abfeiern. Also ich bin, was sowas angeht, nicht unbedingt immer der Mainstream-Geschmack. Ausnahme vielleicht Gronkh und gut, Sarazar habe ich vielleicht mal ein Let's Play von geguckt. Da habe ich jetzt nichts gegen, aber ist jetzt auch nicht unbedingt so meine Art immer, wie er kommentiert. Und GameTube, kann man GameTube schon zum Let's Player Mainstream zählen? Ich weiß es nicht. Ja, aufsteigend. Also sind immer bekannter, aber die sind auch mit die besten, finde ich.
was manche Belange angeht, zum Beispiel das Infotainment, was die einfach perfekt beherrschen, auch viel besser als Gronkh. Mein gut, er hat auch einen anderen Anspruch, wenn er ans Let's Playen geht. Er will ja auch nicht immer unbedingt alle mit Informationen zu Spielen zu kleistern, die vielleicht nicht so interessant sind oder was weiß ich was. Und hat generell eine andere Herangehensweise einfach zu spielen. Aber die Herangehensweise von GameTube gefällt mir halt am besten momentan. Und jetzt zu ihm hier, zum Professor. Genug Trivia. Ab geht's. Ah, Spyro, ich bin so froh, dass du hier bist. Ohne meinen zuverlässigen Bleistift kann ich nichts tun. Ich habe ihn wohl verloren. Ich habe dieses Extra-Ei. Vielleicht tauschst du es gegen meinen Bleistift? Mhm. Er braucht doch die Eier im Prinzip, um diese Tore zu öffnen. Jetzt hat er ein Ei und würde uns das aber geben, oder wie? Ach so, so ein Ei meint er jetzt. Okay, ah ja. Jetzt, wovon rede ich denn? Das sind ja auch überhaupt keine Eier, sind ja Kugeln. Wie komme ich denn jetzt auf Eier? Vielleicht komme ich auf Eier, weil ich momentan noch ein wenig Trivia, weil ich momentan ein wirklich, ich würde echt fast sagen, was ich vorher nicht gedacht hätte, wo ich richtig überrascht wurde, eines der besten Let's Plays, eines der besten Spiele auch, das ich seit langer Zeit gesehen habe, in dem Animationsbereich. Und zwar von Lego City Undercover für die Wii U, was GameTube Let's Playen. Ja, schon wieder GameTube. Ja, schon wieder GameTube. Weil die es doch einfach drauf haben, liebe Leute. Kann ich nicht anders sagen. Was macht er denn? Jetzt macht er nichts mehr. naja. Und da gibt's auch unter anderem ein Kostüm, eine Figur, wo man ein Bauer ist und man hat einen Huhn in der Hand, mit dem kann man dann herumgleiten und man kann das Huhn auch nehmen und dann Eier verschießen, quasi als Kugeln, also als Patronenkugeln, als wenn man eine Waffe schießen würde. Das ist so gut. Ach, das ganze Spiel ist auch eines der wenigen Spiele in letzter Zeit, in der mir die deutsche Synchro ausnahmslos richtig, richtig gut gefällt. Die ist wirklich richtig gut geworden, was in vielen Spielen leider nicht ist. Das sehe ich ebenso. Wie ja auch oftmals irgendwo kritisiert wird. Wo muss ich denn mit dem Ei hin? Ist ja überhaupt die Frage. Und wo sind die restlichen Viechers? Habe ich mich von hinten angepirscht. Haha. Er winkt schon wieder. Ups. Da hinten ist noch was. Da waren wir noch nicht, glaube ich. Hier waren wir auch noch nicht. Herr Jemini. Es geht auf jeden Fall schon mal nicht verloren. Das war gerade reines Glück, ehrlich gesagt. So. Wo kommen wir jetzt hier raus? Wow, das war gerade Reflex, dass ich noch geflogen bin. Und nichts anderes. Ach ja. Wenn ich das hier gerade so sehe, hätte ich ja schon echt wieder selber Lust, mich einfach mal in so einen schönen Pool zu legen. Und einfach mal nichts zu machen. Gut, viel mehr kann ich da ja auch nicht machen, weil ich nicht schwimmen kann, aber. Und will ich auch nicht machen, weil es mich nicht interessiert. Aber mich einfach mal so reinzulegen an den Rand und so ein bisschen entspannen. Natürlich. Da hätte ich schon Lust zu. Wo ist denn das Viech jetzt hin? Weiß ich nicht. Müssen wir aber in der nächsten Folge gucken, denn der Timer ist wieder abgelaufen. Haben wir wieder was gelernt, nämlich, dass wir hier zwei Aufgaben haben. Warum ich das Ei jetzt so betont habe, weiß ich nicht. Die wir noch zu erledigen haben. Hier vornehmlich jetzt erstmal. Und zwar sind das die fehlenden Zündkerzen finden. Die zwei Stück fehlen uns noch. Und irgendwas mit diesem komischen Ei für den Professor machen sollen. Also irgendwie den Bleistift wieder finden. Keine Ahnung, wo das ist. Finden wir alles demnächst heraus. Bis dahin recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.